Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Update Nummer 3. Update Nummer 3 zu meinem Projekt 11 mit Dörte bis zum 11.01. Es ist ein Rolling, ich nehme immer mal wieder mit was rein. Ich bin auch ein bisschen eskaliert, aber Gott sei Dank sind auch ein paar Sachen leer gegangen. Und mit denen fange ich auch am besten an. Oder wir fangen nach der Reihe an. Aber da ist schon ein erstes Produkt. Ich habe das jetzt alles nochmal neu geschrieben. Ich muss nochmal irgendwas anderes finden, wie ich das am besten schreibe. Dörte, mein Schatz, schick mir doch mal einen Screenshot, wie du das dir aufgeschrieben hast. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich komme immer so durcheinander. Ich brauche immer die Zahlen, damit ich euch das nicht ständig einblenden muss, was ich aufgebraucht habe. Deswegen schreibe ich das so. Wir fangen zuerst an mit meinen Augenbrauenstift. Heute das letzte Mal verwendet. Er wird jetzt in der Ewigkeit. Ich habe heute meinen kompletten Make-up-Look mit meinen Produkten, die ich gerne aufbrauchen würde. Und das war der Stylist von Catrice. So ein kleiner Scheißerchen. So viel war es gar nicht, was ich da aufgebraucht habe. Das war wirklich nicht viel. Das war gerade mal dieser Abstand hier. Das war wie im letzten Monat, könnte man sagen. Ne? Von daher bin ich schon zufrieden. Ich bin auch froh, dass er jetzt leer ist und kann ihn somit von meiner Liste streichen. Ich habe nämlich noch mal 0,5 Gramm aufgebraucht. Leer. Da fängt es nämlich schon an. Ach. Ja, dann habe ich den Lip Liner von P2. Den habe ich heute unter dem Lippenstift benutzt. Den finde ich super schön. Ich finde die Kombi cool. Ich finde, das steht mir eigentlich ganz gut, wenn man so gebräunt aussieht und dann so einen rosanen Lippenstift. Das erinnert mich eigentlich an meine Jugend. So sah ich nämlich meistens aus. Lip Liner habe ich nochmal 0,5 Gramm leer gemacht. Jetzt wiegt er 3,5. Und auf der Liste habe ich denselben. Ich habe einen guten Fortschritt, würde ich sagen. Und zwar von hier bis dahin. Denn ich habe am 11.10. nochmal gemessen. Und ja, genau. Ich mag ihn, er wird auch demnächst leer sein, weil ich ihn echt oftmals über die ganze Lippe benutze und dann irgendeinen Lippenstift drauf oder so. Das finde ich echt schön und gefällt mir sehr gut. Dann habe ich noch auf meiner Liste Essence Primer. Genau, den habe ich leer gemacht. Das habe ich euch im letzten Video ja schon gesagt, dass ich es hier rumgefüllt habe. Das habe ich auch tatsächlich gemacht. Er war dann komplett leer. Und dann habe ich diese Drops, die ich euch im letzten Aufgebraucht gezeigt habe, was noch nicht online ist, glaube ich, habe ich hier reingefüllt. Und das ist jetzt aktuell so voll hier. Wenn ich das hier, das ist jetzt einfach mein Ziel, diese Drops aufzubrauchen. Ich kann euch mal die Farbe zeigen. Und zwar mische ich sie mir immer in die Foundation. Das sind so Shimmering Drops. Die Pipetten waren einfach so schlecht, dass ich gesagt habe, gut, ich habe hier eine gute Konsistenz, die ich, wenn ich sie vermische, sie ist nicht zu alkohollastig. Riecht so ein bisschen nach diese Catrice Drops einfach. Sie riecht nicht mega gut. Da muss ich sagen, ist dieses Love-Zeug echt gut. Was ich auch heute drauf habe, also ich bin glowing pur. Das wiegt aktuell nämlich, sagt's mir, das ist nämlich der grüne Behälter. Glow grüner Pumper. 134,2. Und das versuche ich jetzt bis zum 1.11. einfach aufzubrauchen. Dann kann ich euch das auch mit den Drops auch zeigen. Ich finde die Drops nicht erwähnenswert, sage ich mal. Die Drops sind auf gar keinen Fall etwas, was man auf jeden Fall braucht. Deswegen, ja, reicht das, wenn man die so irgendwie untermischt und leer macht und nicht mehr nachkauft. Also meiner Meinung nach. Da hat sich noch nichts getan, weil ich sie ja vermischt habe und somit fange ich jetzt sozusagen hier oben an. Ja, genau. Beim Shy Beam hat sich auch nichts getan. Es wiegt immer noch 12,6 Gramm, weil ich es einfach nicht benutzt habe. Ja, von daher ist es in Ordnung. Werden wir einfach nächsten Monat dranbleiben, damit das endlich mal zum 11.01. Das sind ja nur noch November, Dezember, Januar. 4 Monate? Wartet mal, November, Dezember, Januar. 3 Monate
Halleluja. November, Dezember, Januar. Ja. Nur noch 3 Monate. Und ja, ich habe noch ein anderes Aufbrauchprojekt, was ich starten möchte auf jeden Fall. Und deswegen müssen wir mal gucken. Wir fangen an mit dem Catrice Blush. Da hat sich nicht ganz so viel getan. Ich muss sagen, ich bin selber enttäuscht von mir. Ich habe 0,3 Gramm. Ich habe immer so um den 1 Gramm aufgebraucht in den letzten Wochen, Monaten eigentlich. Und in Hamburg natürlich am allermeisten benutzt, weil ich ihn nur dabei hatte und keine anderen. Also ich hatte keine andere Auswahl, sag ich mal. Hier zu Hause mache ich viele Tutorials, viele Testvideos, viel einfach, viel anderes. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn bis Januar überhaupt pennen kann. Ich bin nicht so der Freund von matten Blushes, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer gerne ein bisschen Glow drinne. Ich finde, dann sieht die Haut nicht ganz so alt aus und kalkleistig. Man sieht auch keinen Fortschritt. Also ich weiß es nicht, ob man das irgendwie erkennen kann. Ich habe ihn auch heute drauf, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ist jetzt nicht so mein. Es war mein Liebster im Sommer, weil ich ja geschwitzt habe, aber jetzt, wo die trockene Jahreszeit wird, er wiegt auf jeden Fall jetzt 37,2 Gramm und ich habe 0,3 Gramm aufgebraucht. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Für mich ist es, naja, könnte besser sein, ne? Dann haben wir den Becker Bronzer, da habe ich einen guten Fortschritt erzielt. Und zwar habe ich ganze 0,7 Gramm aufgebraucht. Da wiegt jetzt nämlich nur noch 17,0 Gramm. Ihr seht, es ist nur noch am Rand. Heute trage ich ihn auch in der Lidfalte, weil ich einfach schwer rankomme. Auch als Bronzer so an sich. Aber man muss sehr gut rühren und dass das nicht fleckig wird, weil man halt nur Produkt am Rand hat. Ehrlich gesagt lohnt sich das für mich auch nicht mehr zu pressen, weil dann ist er dann eben nimmer so schön. Und dann benutze ich ihn lieber in der Lidfalte, so wie heute, einfach mit einem Liquid Liner und gut ist. Der wird auf jeden Fall nächsten Monat leer gehen. Das schwöre ich euch. Das schwöre ich euch. Da bleibe ich auf jeden Fall dran, dass der auf jeden Fall mal die Kusche macht. Models Co. Highlighter. Genau dasselbe. Heute das erste Mal wieder seit Ewigkeiten verwendet. 0,2 Gramm ist raus. Und das habe ich tatsächlich, glaube ich, heute erzielt. Vielleicht auch noch einmal in dem Monat, wo ich es hätte erzielen sollen. Ich bin froh, wenn, sage ich mal, 2 Farben von 3 weg sind, weil den Bronzigen, das sieht man ein bisschen dreckig aus, finde ich. Irgendwas hat er so an sich, wo man einfach dreckig aussieht. Ich muss mal gucken. Heute trage ich ihn tatsächlich auch noch auf den Augen, den hellen Ton. Den rosanen habe ich als Glow-Produkt unten drunter. Genau, gesettet habe ich mit nichts, deswegen bebt's noch. Ist nicht. Es ist geil, es sieht gut aus, aber man muss aufpassen, wenn man telefoniert, hat man nämlich sein halbes Gesicht am Telefon kleben. Das ist jetzt nicht so mein Favorit, deswegen. Wie gesagt, 0,2 Gramm sind raus. Dann haben wir das Luftdüschen. Das ist das hier. Da habe ich auch nicht ganz so viel erzielt, wie ich eigentlich gehofft hätte. 1,4 Gramm sind draußen. Am liebsten wäre es mir natürlich, ich hätte ihn komplett entsorgt. Sorry, ich weiß nicht, was ich gemessen habe. Aber ich mache das mal das eine mal weg und mache das mal dahin. Es ist nicht so viel raus, muss ich sagen. Es ist irgendwie so schräg. Seht ihr das? Also die blaue Linie und die rote Linie führen irgendwie zusammen. Fragt mich nicht. Ich habe das gerade eben erst gemessen und es war alles picobello. So sieht es aktuell aus. Naja, ich bleibe dran, aber es ist nicht mein liebstes Puder. Es ist sehr trocken, sehr. Ich sehe, dass ich Puder drauf habe. Also, wenn ich ein loses Puder euch empfehlen sollte, dann immer das Soft Matte Loose Powder. Ich finde nicht, dass es so trocken ist und trotzdem mattiert es komplett ab. Es ist so fein gemahlen. Es gibt nichts Besseres, finde ich, in der Drogerie. Es hat einen Weichzeichner-Effekt. Es ist nicht so trocken, es ist nicht so kreidig. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist mein absoluter Favorit. Wenn ich ein loses Puder möchte, dann benutze ich das. Gerade hier im Porenbereich und unter den Augen, das trocknet dann. Das trocknet dann nicht ganz so aus. 1,4 Gramm ist in Ordnung. Ich hätte mir mehr gewünscht, denn aktuell wiegt es 63,9 Gramm. Dann kommen wir zum Elf-Make-up. Keine Ahnung, warum ich das mit reingenommen habe, weil ich das wahrscheinlich immer mische. Es ist auch in Ordnung, es ist voll. Ich habe aber trotzdem mehr daraus geholt oder mehr daraus holen können, als tatsächlich in dem Catrice, was ich auf. Nee,
Im Catrice, genau. Im Catrice, das wiegt jetzt aktuell 76,3, hat vorher 84 Gramm gewogen. Da habe ich 7,7 Gramm rausholen können. Das ist so viel noch drin. Genauso viel, wie ich rausgeholt habe, ist noch drinne. Ich bin froh, wenn es nächsten Monat aufgebraucht ist, weil es ist kein Favorit von mir. Ich mische es aktuell mit den Drops immer. Ich benutze davon so ungefähr 2,5 Pumper, 1,5 Pumper von den Drops und dann sieht mein Make-up aus wie jetzt. Also ich finde es schön. Und es ist nicht dann so maskenhaft, weil es eher dann flüssig wird. Und beim Elf Make-up habe ich 4 Gramm erzielt. Denn vorher hat es 87,5 gehabt und jetzt hat es 83,5 Gramm. Und ja, es ist in Ordnung. Ich mag das total. Da ist ja das Fit Me Make-up drin, was ich eh liebe. Und das habe ich vorher immer gemischt. Deswegen ist da auch was raus. Ich versuche es immer noch irgendwie in Kombination zu halten, aber sollte das aufgebraucht sein, halte ich mich einfach an dem Make-up und werde das versuchen, irgendwie mit einem helleren Make-up oder mit so Whitening Drops zu mischen, damit ich es einfach aufbrauchen kann. Ich mag das wirklich sehr und deswegen darf es auch nicht meine Sammlung verlassen. Das Elf Make-up mochte ich ja auch sehr gerne. Im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden, weil ich ja doch irgendwelche Fortschritte mache, aber es hätte besser laufen können. Dann beim Hoola habe ich nichts aufgebraucht, weil ich einfach, ja, ich bin immer noch an diesem komischen Ding dran, was ich gedacht habe, werde ich los. Der Geruch ist irgendwie lecker und eklig zugleich. Ich weiß es nicht, wenn das so ein bisschen verflogen ist und man so ein bisschen riecht, dann riecht das ganz, ganz nett. Und zwar habe ich da 1,4 Gramm nochmal rausgeholt. Das stimmt gar nicht. Da habe ich 2,2 Gramm rausgeholt. Ich weiß es nicht. Das wiegt nämlich jetzt aktuell 7,2 Gramm. Und so sieht es aus. Da ist wirklich nicht so viel drinne. Vielleicht drei, vier Anwendungen noch. Ich bleib dran. Ich bleib dran. Ich versuche mindestens nächsten Monat drei oder vier Dinge aufzubrauchen. Denn insgesamt, ich weiß es gar nicht, was ich schon aufgebraucht habe. Insgesamt, ich müsste mal gleich nachzählen. Ja. Insgesamt. Keine Ahnung. Ich eskaliere halt immer. Ich hatte auch das hier. Das war ein Fixierungsspray. Ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt habe, ob ich das mit aufbrauchen will. Ich finde es in meinen Videos nicht. Aber irgendwas habe ich ja markiert gehabt. Auf jeden Fall ist es leer gegangen. Es war auch kurz nach dem Update leer. Ich habe es nicht mal. Ich habe jetzt zweimal mein Video angeguckt. Ich kann es nicht finden. Entweder bin ich gerade, habe ich was vorgespult oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, dieses Teilchen ist auch leer. Kommt in meine Aufgebrauchtüte. Dann habe ich den Augenbrauenstift noch von BH Cosmetics. Es sind immer noch 7,3 Gramm. Ich könnte das ja eigentlich mal markieren, wie viel da noch drin ist. Ich denke nicht, dass ich so lange an dem herummache. Seht ihr, das ist so weißlich geworden. Kennt ihr Schokolade, die zu alt ist? Die wird auch so weißlich. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie jemanden sowas verkaufen kann. Aktuell ist der Stand so, und ich zeige euch das gleich auch auf dem Zettel, das habe ich gerade markiert. Ich bleibe auf jeden Fall mal dran. Ich finde es nicht ganz so schön. Ich finde ihn einfach zu trocken, um ihn aufzutragen. Ich versuche ihn mal mit dem Feuerzeug zu aktivieren. Vielleicht wird er dann besser. Es kann auch sein, dass ich hier total verkacke und dann habe ich nichts mehr davon. Auf jeden Fall ist der Stand, so viel Produkt ist noch enthalten von den Augenbrauenstift und ich hoffe einfach, dass er zum nächsten Monat leer wird und ich meine Ruhe habe. Ich habe noch den Augenbrauenstift noch von Catrice mit drinne. Den Augenbrauen-Scales kann ich immer noch nicht finden. Ich weiß nicht, ich hatte zwei. Eins liegt auf jeden Fall in meine To-Go-Tasche. Ich weiß nicht, ob ich das ist. Das werfe ich ja so lange raus. So lange habe ich ja was anderes mit reingenommen und ich hoffe einfach, dass ich dranbleiben kann, die Sachen aufbrauchen. Und ja, ich zeige euch jetzt drei neue Dinge, die ich jetzt mit reinnehme, weil ich genau weiß, dass irgendwas leer gehen wird. Mal gucken, ob ich sie auch wirklich mit reinnehmen kann und sie mitverbrauchen kann, damit ich einfach mehr. Ich weiß, es sind eigentlich 11, aber es ist mir eigentlich wurscht. Ich bin froh, wenn ich viel, viel aufbrauchen kann. Und das sind andere Dinge. Ich kann sie kombinieren. Ja, Dörte, ich hoffe, für dich ist es auch okay. Du bist ja noch
mit der lieben Jenny noch am Projekten und ich ja, versuche einfach so viel wie möglich von meinem Leben loszuwerden. Ja, ich habe auch aktuell so ein Glow Spray umgefüllt. Da benutze ich aktuell nämlich das hier. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal mit reingenommen. Wie gesagt, das war jetzt voll. Jetzt habe ich es umgefüllt. Jetzt warte ich, bis das alles da drin ist und dann kann ich euch das auch mal irgendwann zeigen. Vielleicht starte ich noch ein eigenes Projekt. Vielleicht will ja jemand mit mir nochmal zusammen ein Projekt machen. Oder ich nehme einfach so viel rein, wie ich mag, damit ich einfach auch genau so viel aufbrauchen kann, wie ich will. Ich weiß, man sollte sich eigentlich darauf konzentrieren. Mache ich auch. Ich benutze jetzt noch drei andere Sachen. Zwei auf jeden Fall. Und das dritte variiert, kommt drauf an, weil das ist auch ein Produkt von Altera. Das sieht aktuell so aus. Ich werde euch das auch, glaube ich, hier einblenden, wie viel Gramm da noch drin ist. Es ist nicht mehr ganz so viel. Es ist schon älter. Ich weiß nicht, wie lange. 12 Monate auf jeden Fall schon. Das ist eigentlich auch ein ganz angenehmes Puder. Ich mag das sehr, sehr gerne. Es ist so speckig. Es fühlt sich irgendwie nicht so. Es fühlt sich irgendwie nach Naturkosmetik an. Ich mag es einfach nicht. Ich mag keine Naturkosmetik in meiner Sammlung haben. Ich will es einfach nicht. Es ist einfach so, dass es immer vorher schlecht wird. Und bevor ich noch Schimmel auf meinem Produkt habe, ja, es ist Puder, aber es ist auch Natur, ne? Das ist Natur. Dann nehme ich mit rein von P2 den Total Cover Up Camouflage Concealer. Der sieht so aus, P2 gibt es einfach nicht. Ich muss mal vom P2 ein bisschen abbauen. Er ist wirklich total covered. Den trage ich heute auch unter den Augen. Man braucht nicht viel. Deswegen, ich muss dranbleiben. Es ist auch aktuell nicht ganz so meine Farbe. Also ich habe immer so einen aufgehellten Bereich, was mir auch gut gefällt. Aber ich mag diesen Concealer nicht, weil er einfach nicht was ist für ältere Haut. Ich denke, so mit 20 hätte man dann problemlos drauf machen können. Aber ich werde halt Nummer 30, ja. Ich habe meine Lachfältchen, die habe ich aber schon seit ich, weiß ich nicht. Ich lache halt einfach gerne und ich möchte nicht, dass unbedingt sich Concealer jedes Mal da abträgt. Deswegen möchte ich den 010 Light, und der ist auch sicherlich schon 2 Jahre offen, aufbrauchen. Auch da blende ich euch natürlich ein, was der jetzt gerade aktuell wiegt. Da möchte ich mindestens ein Drittel des Produktes aufbrauchen, weil ich ihn nur benutzen werde. Und dann habe ich noch ein Lipgloss von NYX, Buttergloss. Ich weiß, dass sie sehr, sehr schnell kippen und ich habe meine auch schon seit 2 Jahren. Ich finde die Farbe sehr herbstig, den kann man einfach super drauftragen. Es ist einfach ein schönes Pink. Schönen Herbstlook und dann pinken Lipgloss drüber und Halleluja, wenn man dunkle, rauchige Lippen hat. Er ist nicht ganz so deckend. Ich habe ja jetzt gerade eine Leichtfarbe, gibt das schon ab. Und im Moment riecht er einfach noch sehr, sehr lecker. Deswegen möchte ich ihn aufbrauchen. Das sind eigentlich 8 Milliliter drin, aber ich denke, wir befinden uns so im, ja, in welchem Bereich? Keine Ahnung. Also ich kann auf jeden Fall so ein bisschen Luft reinholen. Ich werde den Stopper vom Lipgloss nicht entfernen, wenn ich da nicht mehr an den Rand komme oder in den Innenleben. Ich werde da nicht rumstochern. Ich mach das sonst immer mit Produkten, gerade so bei Concealer und sowas. Aber den benutze ich auch nur zu Hause. Den Lipgloss von NYX werde ich mit rausnehmen. Ja, werde ich unterwegs benutzen. Da finde ich das so siffig. Da hängt mir wirklich als Raucher der Tabak einfach da drum. Ich will es nicht. Es hängt mir einfach dies von den Zigaretten. Und das ganze Zeug, der ganze Staub klebt da dran. Ich finde es dann einfach widerlich. Deswegen möchte ich den mit reinnehmen. Denn da oben stehen 7 Lippenstifte, die ich das Jahr vielleicht noch schaffen möchte aufzubrauchen. Ich meine, ich habe 2,5 Monate noch Zeit. Bis Dezember, vielleicht auch bis Januar, werde ich 7, also 6 Lippenstifte und einen Lip Liner aktuell aufbrauchen möchte. Deswegen nehme ich hier einen Lipgloss rein, weil hier wiege ich ab und dort messe ich nur ab bei dem Projekt. Also falls ihr Bock habt auf diesen Lippenprojekt, vielleicht schaffe ich da irgendwie was. Vielleicht mache ich Nägel und Lippen auch einfach zusammen. Mal gucken. Ja, ich freue mich auf den Buttergloss. Ich freue mich auf meine Produkte. Es sind nicht ganz so, wow, ich muss sie unbedingt aufbrauchen. Aber es sind auch nicht Produkte, die, ja, die ich nicht ganz so dramatisch finde. Eventuell nehme ich auch das hier mit rein. Das werde ich jetzt einfach mal messen und irgendwann mal ein Hitte-Pen reinbekommen. Weiß ich nicht. Finde einfach, das ist ein schöner Herbstton. Das ist so ein Nude-Ding.
Den finde ich einfach irgendwie tauglicher, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht nehme ich den mit rein. Ich schreibe ihn mal auf die Liste. Das heißt ja nicht unbedingt, dass er in meinem Projekt drin ist. Aber dann weiß ich schon mal, was er mal gewogen hat und kann ihn dann nach einem Jahr oder sowas messen. Ich hoffe, es ist nicht allzu verwirrend. Für mich ist das, macht das einfach alles irgendwie ein bisschen Sinn. Es spornt mich an, Dinge aufzubrauchen. Ich bin gerade einfach dabei. Ich weiß, ihr habt vor kurzem einen Haul gesehen. Der Haul ist schon über einen Monat alt. Es ist nicht so, dass ich mich rechtfertigen möchte für irgendwelche Sachen, die ich mir kaufe, gönne oder irgendwas. Es ist so, ich habe Sachen auf meine Wunschliste und es kann auch sein, dass ich trotz meinen No-Buys, das was ich einfach privat gerade habe, weil ich einfach es mir nicht leisten kann, ständig über den Monat zu schlagen. Ich brauche die Dinge aber auch tatsächlich nicht. Ich freue mich, wenn ich mehr Platz habe, weil ich einfach dann mehr, ja, einfach mehr Raum habe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mich erdrücken zu können mit allem, was ich habe. Und das ist so ein bisschen auf meine Psyche schlägt. Keine Ahnung, ob ich das euch gut erklären kann. Aber ihr wisst, man kauft so viel, man steckt es in die Schubladen, dann benutzt man es nicht. Ja, dann denkt man so, boah, ich habe gar nichts irgendwie im Leben, ich habe überhaupt nichts, nichts in den Schubladen, guckt man rein, die sind rammelvoll. Ich habe meine Palettenschublade kaum aufbekommen. Jetzt mittlerweile, ich hoffe, ich kann euch das zeigen, mittlerweile kriege ich sie wenigstens auf. Ja, also wenigstens kriege ich sie da auf. Von daher, ich bin einfach froh, wenn ich viel aufbrauchen kann. Dörte, ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Dörte, danke für dein Verständnis. Ich denke nicht, dass du was dagegen hast. Und mir geht es hier nicht ums Gewinnen, Gewinnen oder sowas. Mir geht es einfach darum, dran zu bleiben an den Sachen. Und ich bin ganz eifrig. Und ich sollte es auch ausnutzen, wenn ich an Produkte dranbleibe, die ich auch gerne benutze und sowas, dass ich sie auch aufbrauche und nicht direkt nachkaufe. Genauso wie mit dem Bronzer vom Bäcker werde ich mir ja erstmal nicht nachkaufen. Ja, ich habe genug. Ich habe vor kurzem aussortiert. Werdet ihr alles auf meinem Insta-Kanal sehen. Ich heiße da Ina Schminktisch. Also Bindestrich minus, also Unterstrich meine ich. Sale. Weil ich einfach die Sachen nicht benötige. Vielleicht freut sich jemand anderes drum dran. Nix Deutsches sprechen. Und ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Update Nummer 4. Ciao!